Willkommen zurück zu Deus Ex Human Revolution. Ihr werdet euch fragen, wo sind wir hier? Wir standen doch eben beim Ausgang von Huang Hu Hotel. Und ja, ich habe mich aber etwas offscreen umgeschaut, wie angekündigt, und habe nach einer Kanalisation gesucht. Ihr seht, wo ich gerade stehe. Hier sind diese Sicherheitsmänner, die wir ausgeschaltet haben, um an den Datenchip zu kommen. Und wie ich schon vermutet hatte, war hier unten nämlich noch ein Eingang in eine Kanalisation, und zwar hier. Ich bin einfach blind dran vorbeigerannt. So, und jetzt schauen wir doch mal, wie es hier unten aussieht. Ob wir hier unten die Army-Leute finden, die wir suchen. Nee, das möchte ich gar nicht haben. Genau, diese Waffe möchte ich haben. Wir können ja mal kurz gucken. Ich sehe spontan noch niemanden. Da ist aber eine Tür. Oder auf jeden Fall ein Gang. Und da sind doch grüne Pfeile auf unserer Ebene. Ach, das sind die da oben. Okay. Oh, da hinten. Vielleicht legen wir dann mal die Waffe weg. Müssen hier gleich nicht mit der Aggressionskeule ins Haus fallen. Wir sollen uns um die kümmern. Ich möchte eigentlich mit ihnen reden, muss ich gestehen. Schicken die Sie? Wenn Sie Ihre ehemaligen Freunde von Beltower meinen, dann nicht. Warten Sie. Sie sind Jensen, oder? Ich hörte, dass einige meiner ehemaligen Freunde Sie suchen. Könnte sein. Was geht Sie das an? Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Haben Sie das Söldnerleben aufgegeben, um Prediger zu werden? Nicht doch. Ich interessiere mich nur für Theologie und liebe Bibelzitate. Sie sind alle so atmosphärisch. Also, sagen Sie schon, sollen Sie mich aufhalten? Eigentlich ja nicht wirklich. Oder? Nur so bedingt. Deshalb bin ich hier. Dann sollten Sie sich mal umsehen. Wir sind ziemlich viele und Sie sind allein. Im Moment haben meine Männer und ich keinen Streit mit Ihnen. Sie müssen also nicht in einem Krieg fallen, der Sie nicht betrifft. Ich sagte, ich soll Sie aufhalten, nicht bekämpfen. Ein Freund von Ihnen möchte, dass Sie sich ergeben. Lassen Sie mich raten. Dr. Wing, oder? Er ist ein guter Mann. Und ich weiß, dass er nur tut, was er für richtig hält. Aber ich fürchte, diesmal fehlt ihm der nötige Überblick. Warum klären Sie mich da nicht auf? Fangen Sie damit an, warum Sie desertiert sind. Wenn ein normaler Mann erkennt, dass er die Ansichten seines Arbeitgebers nicht mehr teilt, reicht er seine Kündigung ein. Wenn Männer wie wir dasselbe tun, heißt es, wir desertieren. In unserem Job kündigt man nicht, Jensen. Das wissen Sie doch. Da hat er allerdings recht. Das ist ein sehr guter Vergleich. Ja, okay, das verstehe ich. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Und was heißt, Sie hätten die Ansichten Ihres Arbeitgebers nicht mehr geteilt? Damals in den USA bin ich zur Army gegangen, weil ich meinem Land dienen wollte. Ich glaubte an seine Werte und an seine Regierung. Ich dachte, wenn ich meiner Regierung diene, diene ich dem Volk, das zu schützen ich geschworen hatte. Netter Gedanke. Aber Sie arbeiten nicht mehr für die USA. Sie arbeiten für Beltower. Die Zeiten ändern sich, Jensen. Das wissen Sie am besten. Der Kapitalismus greift zum letzten Mal nach einer der lukrativsten Industrien der Menschheitsgeschichte. Der Krieg wurde privatisiert. Die amerikanische Armee überlässt ihre speziellen Operationen privaten Unternehmen wie Blue Water Global und Beltower. Ich dachte, solange sie für die Regierung arbeiten, dienen sie letztlich derselben Sache. Also habe ich zugesagt, als sie mir anboten, für den doppelten Sold an groß angelegten Operationen teilzunehmen. Das klingt auf jeden Fall... Ich bin weiterhin neugierig. Er erzählt sehr viel Interessantes momentan. Man erfährt ein bisschen mehr über diese ganze Sache. Warum springen wir nicht zu dem Punkt, als das Ganze aus dem Ruder lief? Beltower hat uns mit erstklassigen Augmentierungen ausgestattet. Alles Zeug, das Zivilisten nie zu sehen kriegen.
Dadurch waren wir ziemlich im Vorteil. Dann, als sie sahen, dass wir eine der erfolgreichsten Einheiten waren, wählten sie uns für ein Spezialprogramm aus. Top Secret. Experimentaltechnologie. Die haben uns erzählt, wir würden kritische Black Ops für die US-Regierung durchführen. Aber der Preis dafür war verdammt hoch. Reden Sie weiter. Wir mussten uns einen Neuralknoten implantieren lassen, der das Gedächtnis manipuliert. Sprich, der Chip bestimmt, woran man sich erinnert. Und das haben Sie zugelassen? Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Die Augmentierung sollte uns schützen, damit wir uns an nichts erinnern, falls wir dem Feind in die Hände fallen. Das war die Hauptfunktion. Aber nebenbei, und davon hatten sie uns nichts erzählt, senkte sie unsere Hemmschwelle. Dadurch führten wir auch fragwürdige Befehle aus. Belltower hat perfekte Söldner aus uns gemacht. Okay, krass. Das ist heftig. Wenn Sie so perfekt waren wegen des Knotens, was ist passiert? Wieso haben Sie nicht die ganze Agentur damit bestellt? Ich sagte doch, die Technik war experimentell. Nach einigen Einsätzen bemerkte ich Gedächtnisverschiebungen. Ich erinnerte mich bruchstückhaft an zurückliegende Operationen. Langsam wurde mir klar, dass einige dieser Operationen nie im Leben von der Regierung abgesegnet worden waren. Unsere Einsätze waren ausgesprochen fragwürdig. Sind Sie das nicht immer? Nicht so, Jensen. Wir waren an korrupte Mitglieder der amerikanischen und chinesischen Regierung verkauft worden. Ein Netz aus Lügen und der Einsatz des Neuralaugments hielten uns auf Kurs. Wir kämpften für eine Schattenregierung. Für von der Gier nach Macht korrumpierte Einzelpersonen. Und wie sind Sie da rausgekommen? Ich habe den Projektleiter zur Rede gestellt. Er hat Apocalypse Now zitiert. Sie brauchen Männer, die Überzeugung haben und die dennoch imstande sind, ohne Hemmungen ihre ursprünglichen Instinkte einzusetzen, um zu töten. Ich zwang ihn, den Knoten zu entfernen. Meinen eigenen und den meiner Männer. Und dann habe ich ihn getötet. Ich habe mir seine Akten und Kontakte angesehen. Seitdem weiß ich, wer diese korrupten Männer sind. Sie haben uns zu Mordmaschinen gemacht und jetzt werden sie ihr Experiment am eigenen Leib spüren. Oh Gott. Oh Gott, wie... Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich lieber nach den Regeln spielen, weil, klar, ich verstehe ihn völlig, aber man kann nicht einfach losgehen und Leute deswegen töten. Also da muss man lieber versuchen, das Hören mit Sie, System zu machen. Ich bezweifle nicht, dass diese Männer den Tod verdienen. Aber sie können nicht einfach über sie richten, dazu haben sie nicht das Recht. Sie müssen sich stellen und nach den Regeln spielen. Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Männer, die ich getötet habe und noch töten werde, sie haben Namen, Familien. Ihr Tod sollte nicht von irgendeiner Software aus meinem Gedächtnis gelöscht werden. Sie sollten mich verfolgen, ständig, bis ich vor den Schöpfer trete und für meine Sünden bezahle. Aber die Verantwortlichen, sie verdienen den Tod. Und die Tatsache, dass sie ihr eigenes Ende besiegelt haben, hat eine gewisse Poesie. Ja, nein, wir versuchen mal, ihn zu überreden und er ist, glaube ich, ein Alpha. Also er hat, glaube ich, 5 Alpha, 4 Beta. Versuchen wir es mal. Hören Sie, niemand hier sagt, dass diese Männer nicht bestraft werden müssen. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Aber bestrafen Sie sie im Einklang mit dem Gesetz, nicht indem Sie es brechen. Ein nettes Spielzeug haben Sie da, Jensen. Verdammt! Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Ihr Cusio funktioniert bei mir nicht. Ja, dann ist es schwierig, weil ich möchte eigentlich ihn nicht ausschalten. Ich möchte nicht gegen ihn kämpfen. Tja, was machen wir da jetzt? Was machen wir da jetzt? Ich lasse ihn einfach mal gehen. Ich denke, Sie machen einen Fehler. Aber es ist nicht meine Aufgabe, Sie aufzuhalten. Tun Sie, was Sie tun müssen. Das freut mich, Jensen. Ich wollte nicht, dass Sie für eine Sache sterben, die Sie nicht betrifft. Mist. Tja, Leute. Die sind jetzt alle weg. Jetzt gehen wir doch mal zurück zu Dr. Wing und gucken, was er sagt. Im Zweifelsfall gehe ich nochmal hierhin zurück. Oh, da hinten ist auch noch was. Und lade
um dann das entsprechend zu korrigieren. Ist da drüben irgendwas? Nö. Na toll, hier komme ich gar nicht lang. Ist natürlich cool, dass es wirklich Leute gibt, die diese Kusio-Aug denn entsprechend verhindern können. Macht natürlich gerade Sinn bei solchen Black Ops-Soldaten, dass die da entsprechende... Hey Jensen, Zelazny hier. Zelazny, woher haben Sie diese Frequenz? Sie haben doch Erfahrung mit geheimen Augmentierungen, Jensen. Finden Sie's raus. Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, dass ich einige meiner alten Freunde bei Bell Tower kontaktiert habe. Hab sie überredet, ein paar Patrouillen umzuleiten. Sie dürften jetzt ein Weilchen deutlich weniger Probleme haben. Danke. Keine Ursache. Das ist natürlich sehr nett. Nicht, dass wir damit Probleme hätten, aber... Man sieht, dass diese Entscheidung jetzt auch seine mehr oder minder positive Konsequenz hatte. Auch wenn ich noch nicht wirklich weiß, ob es wirklich... Ich meine, ich verstehe ihn völlig. Also, die haben es denn wirklich verdient. Aber ob man das denn auf diesem Wege machen kann, ich weiß nicht. Allerdings, wenn Bell Tower wirklich so groß und einflussreich ist, wie es scheint, würde da, glaube ich, kein Gesetz der Welt rankommen. Die würden einfach sich freikaufen oder entsprechend einfach die Leute verschwinden lassen, die Informationen verschwinden lassen. Und? Haben Sie Zelazny gefunden? Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist, Mr. Jensen. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Wirklich, Mr. Jensen? Und? Haben Sie ihn zur Vernunft gebracht? Wird er sich stellen? Ja, komm, wir erzählen es ihm. Ich bin ehrlich. Ist eine lange Geschichte, Doc. Ich habe Zelazny und seine Männer gefunden. Sie hatten sich in der Kanalisation versteckt. Und nachdem ich mit ihm geredet hatte, habe ich ihn laufen lassen. Was? Aber er ist ein gefährlicher Mann, Mr. Jensen. Das hätten Sie nicht tun sollen. Ja, die beiden Sachen sind auf jeden Fall richtig. Das ist nicht, Ich stimme ihm einfach mal zu. Die Männer, hinter denen Zelazny her ist, sind wesentlich gefährlicher als er. Seine Methoden sind extrem, aber ich denke, in der Sache hat er recht. Das hatte ich nicht erwartet. Ich glaube, Sie irren sich, Mr. Jensen. Sie hätten ihn aufhalten sollen. Hier ist ein Praxiskit. Mehr habe ich nicht. Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Grund dafür ist... Ich kann es euch ja noch kurz erklären. Es stimmt, was Jensen auch gerade nochmal gesagt hat. Die Leute, die er halt verfolgt, sind viel gefährlicher. Und wenn wir mal vergleichen, das, was wir tun, ist auch nicht wirklich besser. Wir umgehen auch immer wieder das Gesetz. Wir schalten auch Leute ohne den Weg über das Gesetz aus, weil das Gesetz bei ihnen vielleicht nicht greifen würde. Erinnert euch zum Beispiel an den einen Jungen, der die Freundin von Malik dort getötet hat. Da haben wir ja auch nicht wirklich dem Gesetz, also klar, wir haben auch im Endeffekt ihm dem Gesetz irgendwo vorgeführt, aber auch mit nicht so wirklich legalen Methoden. Und wir haben ja auch schon den einen oder anderen, den Drogenboss, haben wir auch schon ausgeschaltet, ohne die Gesetze, ohne die Polizei zu nutzen. Und es gibt halt in dieser Welt, in der Welt von Deus Ex, Männer, die außerhalb der Reichweite der normalen Gesetze liegen. Und tja, was macht man dann? Man kann sie nicht laufen lassen. Sie dürfen ja nicht weitermachen. Wie das in unserer Welt ist, möchte ich nicht urteilen. Es ist niemals richtig, selbst zur Selbstjustiz zu greifen. Man sollte immer versuchen, den Weg über den Gesetzgeber, über die Polizei, über die Exekutive und Legislative, nicht Legislative, Exekutive und Judikative zu gehen. Und niemals selbst richten. Niemals, Leute.
Das bringt euch zum einen nur mehr Schwierigkeiten, als es löst. Und das wollt ihr ja auch nicht. Und das hier ist ein Spiel. Draußen ist die Realität, aber das hier ist ein Spiel. Wenn wir hier entscheiden, jemanden umzubringen oder leben zu lassen, sind das nur Pixelwesen. Es sind nur Bits und Bytes. Und es ist etwas total anderes, wenn ich auf der Straße in der echten Welt jemanden eine reinhaue, weil ich der Meinung bin, dass er es verdient hat. Weil dort verletze ich einen echten Menschen. Und auch wenn er es vielleicht wirklich verdient hätte. Wir sind nicht diejenigen, die das zu entscheiden haben. Mann, 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 und mit solchen tiefgreifenden, tiefschürfenden philosophischen Worten beende ich die Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das seht. Wie hättet ihr an meiner Stelle entschieden, hier in dieser Position? Hättet ihr die Leute versucht aufzuhalten, auch mit dem kämpferischen Wege? Hättet ihr dem Doc etwas anderes erzählt? Schreibt es mir und dann können wir ja darüber diskutieren in den Kommentaren unter diesem Video. Bis morgen. Tschüss.